Seit 1971 erfreut die Laientheatergruppe Markt St. Martin ihr Publikum mit jährlichen Aufführungen. Und auch dieses Jahr war keine Ausnahme. In der Spielzeit 2024 präsentieren sie die Komödie Der Saunagockel. Und wie gewohnt zeigten die Akteure ein beeindruckendes Maß an Engagement und Können. Die Aufführung der Komödie Der Saunagockel war ein voller Erfolg. Das Stück brachte das Publikum zum Lachen und erntete viel Applaus. Die Geschichte dreht sich um die absurden Ereignisse einer kleinen Wellness-Oase, in der ein selbsternannter Saunagockel für viel Aufregung sorgt. Die Darstellerinnen und Darsteller der Laientheatergruppe Markt St. Martin präsentierten das Stück mit einer bemerkenswerten Professionalität und Lebendigkeit. Die Dialoge saßen perfekt, die Mimik und Gestik waren überzeugend und das Zusammenspiel der Schauspielerinnen und Schauspieler harmonierte ausgezeichnet. Die Zuschauerinnen und Zuschauer wurden durchgehend gut unterhalten und konnten sich dem Charme der Aufführung nicht entziehen. Die Komödie Der Saunagockel erwies sich als ein echtes Highlight im diesjährigen Theaterprogramm der Region. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, sich von Der Saunagockel zum Lachen bringen zu lassen. Sichern Sie sich Ihre Tickets und erleben Sie einen vergnüglichen Abend voller Humor und Unterhaltung mit der Laientheatergruppe Markt St. Martin. Wir zeigen Ihnen heute das Stück Der Saunagockel und um das geht's. Die Renate, die Uschi und die Betty verbringen ihre Zeit in der Sauna vor allem und am liebsten damit über sämtliche Dorfgeschehnisse gnadenlos abzulästern. Da werden Sie sagen, Herr, sowas gibt's ja bei uns eigentlich gar nicht. Interessant wird so ein Tag in der Sauna eigentlich vor allem für die Damen dadurch, dass der neue feurige Masseur Sandro seine Dienste dort anbietet und sie den Ehealltag komplett vergessen lässt. Wir haben dann dort die Sophie, das ist die Seele der Sauna, Arane mit Haar auf die Zelt. Und die setzt die Ehemänner, die bringt sie auf den neuesten Stand. Und dann geht es erst richtig heiß her in den Wellness-Tempel. Also, was ist jetzt mit meiner Massage? Die macht ab heute unsere neue Wellness-Wunderwaffe. Der Sandro. Sandro? Ja, was für Sandro? Also, wenn dieser Mann ist, auf gar keinen Fall. Ich mag mich doch nicht von so einem Mannsbild atmen lassen. Na, die werden jetzt ausgerechnet, wenn dir da das adressiert, noch auf meiner Stelle. Nur weißt du nicht vor einem Mann ausziehen lassen willst, bitte. Jetzt solltest du dich auch freuen drüber, oder nicht? Nein. Da ist keiner, der kein selber sagt. Da Kinder nämlich gerade. Unser neuer Ölbaron. Meine Damen, entschuldigen Sie die Verspätung, aber ich habe gerade im Fitnessstudio meinen Musculatus Triceps trainiert und da habe ich ganz die Zeit vergessen. Aber geht, das mag doch nichts. Es ist ja immer noch heiß. Ich meine, friert nur für die Massage. Sie hätten ruhig Ihren Corpus Speculatius weiter trainieren können. Die Frau Hubschmidt mag ja sowieso nicht von einem Mann massiert werden. Wirklich nicht? Aber geschmoren, wer sagt denn sowas? Also, wenn du mir eine Massage braucht, na dann bin ich das hier. Du? Ja, was soll der denn bei dir massieren? Ist doch eh alles wach bei dir. Dann lass es mir doch einfach wissen, wenn es einen Termin will. Ne? Den können Sie ja dann mit der Sophie vereinbaren. Ne? Also, Frau Hubschmidt, packen wir's? Packen wir's? Aber sonst noch Uschi. Ja, na, sehr gern, Uschi. Ja, aber sie können auch gern Uschen zu mir sagen. Uschen zu den Brunnen. Also gut, Uschen, dann packen wir es einmal in die Kabine. In der Kabine? Also ja, in die Kabine, ja. Auf. Warum? Ja, das tut gut. Spielen Sie es? Ach ja, und hier! Und vielleicht und jetzt
Kannst schon sehen, es kommt schon wieder. Also gut, dann vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen mehr. Hauptsache ist, dass ich Ihnen habe helfen können und Sie sind jetzt ein bisschen entspannter. Ja, das war schön. Herr Sandro, Sie sind ein Künstler. Ich fühle mich schwerelos leicht. Dann hat er Ihnen wahrscheinlich zu viel Luft ins Hirn massiert. Schatz! Ja, aber ich hab da, nachdem wir ja beim ersten Test in der Orte festgestellt haben, dass der alte Huberbauer nicht schwanger ist, welche Flüssigkeit du vor ihr kommst, denn jetzt schon wieder getestet? Und vor allem, was kommt in so einer Farbe raus? Ja. Ich interessiere dich, denn du bist auch schon da. Ja, Gott sei Dank. Heute war ja so ein katastrophaler Tag. Und zum allen Überfluss habe ich noch einen Laborassistenten gekriegt. Und erzähl, schaffst du das? Ja, auf jeden Fall besser als die vorherige. Weil den hat er eher ausgeschaut wie ein Laborexperiment. Allerdings ist die Neigen noch ein bisschen überfordert mit der Arbeit und dem Labor. So, inwiefern? Naja, wie kannst du das nennen, wenn sie an der Urinprobe feststellt, dass der alte Huberbauer schwanger ist? Der alte Huberbauer schwanger? Geht denn das? So. Was ist denn bei euch da los? Was los ist, was los ist? Meine Frau, die braucht ja gleich für einen Brieftrager, für einen Brieftrager. Wahrscheinlich bringt er bei ihr keine Wurfsendung mehr zusammen. Boah, deine blöde Sprint, die hilft jetzt auch nicht mehr. Moment einmal, was ist denn jetzt da los? Weil dein brauchst du da nicht so aufregen. Ich tat's ja verstehen. Wenn der Hosler den letzten Bierdosen von der Garagebänke gesoffen hätte. Aber wenn dein, sei doch froh, dass der Apostler die ganze Murkserei bei deiner alten Tapete wegnimmt. Und also für das Unterstützung braucht. Das ist verständlich. Pass gut auf, was du sagst. Also mich wundert es, dass der überhaupt zum Vorstand gewählt worden ist. Und dann auch noch beim Verschönerungsverein. Für die Schönheit von Dorf ist der kein Aushängeschild. Also ich brauch den Termin jetzt. Und ich brauch das für jetzt davon. Und was darf's diesmal sein? Vielleicht ein Tränensack-Peeling? Um 17 Uhr möchte ich ausschauen, dass die Natur den Atem anhält. Naja, sind wir ja eigentlich schon fertig. Was spachteln Sie bei der überhaupt umeinander? Vergibsen Sie ihr Leben Ihr großes Mundwerk. Die Renate kriegt von mir eine exquisite Schönheitsbehandlung. Tja, aber wollen Sie mir da nicht lieber am Bauhelm aufsetzen? Weil Sanierungsarbeiten sollte nicht so unfair sein. Sie ist schon rum, jetzt lernst du die Frau Hubschmidt auch kennen, aber tut er nichts an. Den ist ich nur neidig, weil keine Schönheitsbehandlung der Welt kann der mir helfen. Wird es schaffen? Aber ja, ich bin ja der Hausarzt, den kenne ich. Das ist ein bisschen eine Sache. Oh, bin ich! Das sind um Gottes Willen! Was war denn das jetzt? War das leicht Ausflug von der Geisterbahn? Aber mein Uschi schaut aus, wie wenn sie es aus der Kläranlage zahlt. Einen Tag gehabt, weil der hat versucht, die Schwimmbadlade zu saugen. Es schnitzt dabei aus, in welches Bereich
und sucht diesen Saunakassel nochmal. Und wenn ihr habt, dann bringt ihr zu mir, gell? Habt ihr mich verstanden? Ja, wie die gnädige Frau. Was kostet dann sowas? Das kommt ganz drauf an, was gemacht wird. Die kleine Behandlung kommt auf 25 Euro. Und die große? Die Deluxe kommt auf 150 Euro. Der dauert auch fast 2 Stunden. Steaming, Peeling, Skin Scanning, Hot Stone, Relaxing, Dekolleté-Massage. Und dann bin ich selber fertig wie eine leere Hose. Wir müssen schauen, dass es besser Luft kriegt. Mama mia! Na, das nenne ich einmal eine Problemzone. Da muss man ja einen Großauftrag bei der Kerzengießerei. Mit Heißwachsstreifen kann man da nichts mehr machen. Ja, aber du die Berührung bitte, gell? Danke. Du warst ja vorher kein Stapsig. Oh, das hab ich doch noch gespürt, damit ich unseren Damen einmal so richtig die Meinung sagen kann. Ah, Zirks Gerhard, jetzt bist du wieder der Alte. Es ist ja direkt raffiniert, ist ja. Gell, das hätte man nicht zutraut. Dafür, dass Sie zu uns gekommen sind und das hoffentlich auch weiterhin tun möchten. Wie hat es Ihnen gefallen? Ganz super, einmalig. Kann man nicht sagen. Also umwerfend, Sion. Bis jetzt finde ich es auch recht lustig. Was sagen Sie zu der Leistung von den Schauspielern? Ja, das ist ja ein Traum. Für das, was lauter Laien-Schauspieler sind, nicht in dem Sinn, kann man schon sagen. Super. Kann man sagen, die sind so gut wie Profis. Genau. Wir kommen ja schon Jahre her. Wenn es ein Theater, wenn es da ein Theater gibt, kommen wir immer wieder her. Wie schwer ist das eigentlich da so in einer Laienspielgruppe, wenn man einmal im Jahr spielt oder spielt sie öfter? Also wir spielen nur einmal im Jahr. Also eigentlich es geht, weil du hast genug Proben, dass du den Text lernen kannst. Und am Anfang ist es ja nicht gleich mit Text auswendig lernen, sondern mit dem Skript noch lesen. Improvisieren geht auch, oder ich meine, ich kenne es von mir, ab und zu fällt mir dann irgendwas nicht mehr ein. Improvisieren muss man immer, weil wenn einmal wenn man anders nicht der Text einfällt, dass die Stichwörter kommen, musst du überspülen, Kinder. Aber es macht Spaß, he? Ja, es macht sehr viel Spaß. Gut. Wie hat es Ihnen bis jetzt gefallen? Ja, alles gut. Ja, es ist sehr schön. Und wie sind Sie begeistert von den Schauspielern? Ja, sicher. Sie sind alle sehr, sehr gut. Ja, das ist so schön. Voriges Jahr war auch hier gewesen, aber noch besser habe ich gefühlt. Es ist sehr unterhaltsam und die Schauspieler schauen mir eher wie Profis aus als wie Laien. Ja. Was sagen Sie zur Leistung von den Schauspielern? Schauspieler, das ist, ich habe mit ihnen gerade gesprochen, aber haben sie gesagt, ein bisschen schwer gefehlt zum Studieren, aber sie zeigt so schön, so energetisch und ein bisschen Spaß macht.